Tränchen, bitte, es gibt keine Zugabe in unserer Show. Ja, das ehrt mich, Herr Doll. Also ich muss sagen, es war eine gute Performance. Also jetzt haben wir schon zwei gute gehabt. Ja. Jetzt wird es schwierig, glaube ich. Wir brauchen natürlich noch unseren dritten Masked-Singer. Ja? Und es ist kein geringerer wie unserer Elefant. Gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt steh ich hier am Würstelstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube drin ist Senf und da steht drauf: Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und dann drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab nur Automaten, das war mir ziemlich wurscht. Ich drückte auf zwei Knöpfe, dann war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb mit Bier vom Fass. Da kam die rote Lampe und da steht drauf: Sie müssen nur den Lippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Bein und dann drücken Sie dann drauf und schon kommt der Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddarm-Bar-Defekt. Die Narkose hat nicht so gewirkt, dann hab ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir sie auf? Hat der Chef hat's mich gefragt. Nichts Leichteres als das, hab ich gesagt. Ja und was? Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und dann drücken Sie dann drauf und schon geht der Bauch dann auf. Ich flog so mal im Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen, las in der Hand. Mit Entsetzen las ich, was darauf stand. Und was? Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfahl und dann drücken Sie dann drauf. Ich wollt's grad tun, dann schlug ich unten auf. Dass ich das nicht überstehen kann, kann ja jeder von euch verstehen. Jetzt steh ich vor dem Himmelstor, kann keine Menschen sehen. Jetzt muss ich einfach rein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, durch die Nasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und dann drücken Sie dann drauf und schon geht die Himmelspforte auf. Aber erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und dann drücken Sie dann drauf. Und schon höre ich auf zum Singen auf. Ja! Das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Und kommt mal alle heraus, liebe Masked Singer, Elefant, Bernardina und das Erdmännchen. Noch einmal einen kräftigen Applaus, bitte. So, du musst natürlich in die Mitte gehen. Unser Security-Mann, bitte, der ist nicht verkleidet. Ja? Du musst für Ordnung sorgen. Hier, ja. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen natürlich jetzt wissen, wer steckt unter der Maske oder wer gewinnt dieses Battle. Ja. Wen also, enthüllen wir zuerst? Ja. Also einen kräftigen Applaus für den Bernhardina. Ja. Schwierig. Schwierig. Ja, wir haben erst einen gehabt. Ach so, ja. Gut, jetzt wollte ich schon, dass du gewinnst, Bernardina. Bitte machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, bitte. Okay, bitte einen Applaus fürs Erdmännchen. Ui. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Nein, Elefant, noch nicht. Du stillst die ganze Show, bitte. Ja. Ja. Wir sind im Vordergrund, okay. Wow. Ah, Tere. Ja, gut. Also, bitte einen Applaus für unseren Elefanten. Ja, schwierig. Der Elefant hat mit, also der Elefant hat ganz hier am wenigsten Applaus bekommen. Das tut mir echt leid. Lieber Elefant. Ja. Ja, deshalb würde ich sagen, wir enthüllen den Elefanten zuerst. Ja. Lieber Elefant, enthülle dich und zeig, wer du bist. Unglaublich, der macht wieder seine Show, der Elefant. Der Security-Mann hilft dir natürlich, es ist ja schwierig unter dieser Maske hervorzukommen. Aber wer wird es sein? Wer steckt unter dem Elefanten? Ja, es ist wirklich spannend. Unser Robert! Wer hätte das gedacht? Mit dem haben nicht mal wir gerechnet, gell? Ja, Robert, ist leider, du hast am wenigsten Applaus bekommen von allen. Es tut mir echt leid. Ja. Du kannst ja nächstes Jahr wieder antreten im Fasching, wenn du willst. Robert heißt er, nicht Bib. Ja, gut, lieber Robert, danke schön. Gut, wen enthüllen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, vom Applaus her. Wen? Der Mich? Nein, stopp, der Michael Wendler ist unter welcher Maske? Das ist der Security-Mann, das ist keine Maske, bitte. Noch einmal, Sie haben die Show nicht ganz verstanden. Er schaut immer so aus. Ja, was würden Sie sagen, wer ist denn unter dem Bernhardiner? Frau Gönitzer, ich wollte Ihren Namen nicht nennen, aber... Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Schwieriger Name. Ja. Wer? Stefan gibt es viele mit dem in St. Paul. Der mit dem einen Lied. Der mit dem Märchenprinzlied, oder? Ja, mit dem Märchenprinzlied, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, enthüllen wir den Bernhardiner. Lieber Bernhardiner, enthülle dich! Und zeig, wer du bist unter der Maske. Ja, wer könnte der Bernhardiner sein? Eieiei, der Security-Mann, ja, was passiert nun? Der Bernhardiner macht einen kleinen Show-Act, okay? Ei! Ist Stefan Weinberger! Unser ASD-Obmann! Wahnsinn! Ja, dann. Sie haben leider den Familiennamen vergessen, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Stefan gibt es viele, gell? Ja. Ja, Knoxi, dadurch, dass wir dich schon einmal im Programm heute hatten, wen würdest du sagen, ist unter dem Erdmännchen? Markowitz Martina, das kann nicht sein. Die sitzt da oben, die ist leider... Ja, Markowitz, das kann nicht sein, die sitzt da oben, ja? Tut mir leid. Ja. Also, wir enthüllen natürlich auch das Erdmännchen. Liebes Erdmännchen, enthülle dich. Also, einen kräftigen Applaus. Wir motivieren das Erdmännchen. Wer wird es sein? Es ist... Und es Barnett ist und Susanne Stöber. Danke schön, dass Sie dabei waren bei The Masked Singer. Ja? Eigentlich haben Sie ja nur wegen mir zugeschaut, oder? Ja? Ja? Dankeschön. Also noch einmal einen kräftigen Applaus für unsere drei Protagonisten. Wirklich live gesungen. Und Dankeschön, dass Sie hier waren bei The Masked!